Guten Morgen, Grexy People. Wo auch immer ihr gerade seid, im Auto, am Weg zur Arbeit, mit dem Hund spazieren oder ihr kommt gerade von einer Trainingseinheit. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt und bei uns reinhört. Wir freuen uns immer über Wünsche, Anregungen und Beschwerden. Und viel wichtiger noch, unsere Mission ist es, unseren besten Content for free rauszugeben. Das heißt, schaut unsere YouTube-Kanäle an. Wir haben wirklich coole Playlists zusammengestellt mit Workouts, Daily Challenges, um mal auszuprobieren, ob das überhaupt was ist, was wir da so machen. Vielen Dank fürs Reinhören. Es würde uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine Review hinterlässt oder einfach ein paar nette Worte. Schönen Tag. So, wie beginnen wir das Ganze? Wir haben ein relativ simples Prinzip, das heißt Find Stress Use. Zuerst muss ich mal wissen, welche Muskeln aktiviert werden sollen. Innere Muskelkette für den Hinge, alle vorher aufgezählt, wir machen es noch einmal. Innere Wadenmuskulatur, innere Quadrizeps, was das medial ist, innere Beinbizeps, große Gesäßmuskulatur, untere Bauchmuskeln, Obliques und untere große Brustmuskulatur. Das heißt, all diese Muskeln brauche ich, um es meiner Hüfte zu erlauben, quasi nach innen zu rotieren. Ja, das ist alles Innenrotation, genau dort gehört es auch hin, aber ich kann nach innen rotieren meine Hüfte, ohne auch nur eine Deckerspannung in meinen Muskeln drinnen zu haben. Ich übertreibe ein bisschen, selbstverständlich, weil wenn ich keine Spannung hätte, würde ich einfach zu Boden fallen. Aber wir wollen unseren Grexys beibringen, ganz bewusst viel Spannung nach innen zu kreieren, um eben diese Hinge-Bewegung überhaupt auch zu ermöglichen. Das heißt quasi, die Hüfte zu befreien oder Hüfte zu ermöglichen, dass sie überhaupt rotieren kann, damit eben mein Rücken nur stabilisierend und nicht bewegend mitarbeiten muss. Jeden einzelnen dieser Muskeln trainieren wir nach dem Fine Stress Use Prinzip. Das heißt, ich muss ihn mal finden. Was heißt finden? Nicht geografisch, das kriegen wir vielleicht noch hin, sondern ich muss mal beginnen, ihn zu spüren. Das heißt, wenn man, zum Beispiel wie bei mir, wenn mein rechter Oblique, meine rechten seitlichen Bauchmuskeln so ein bisschen unterentwickelt sind, durch, keine Ahnung, 10 Jahre lang Tennis, Aufschlag hinein, Beugen etc. Da muss ich spezielle Übungen machen und eine gewisse Intensität aufbringen, damit dieses Ding aber mal zum Feuern beginnt. Stress bedeutet, es ist anstrengend. Es ist nicht, oh, ich mache jetzt da so ein paar Wiederholungen und ich spüre das ein bisschen, sondern Stress heißt, ich gebe meinem Körper die Chance, etwas zu ändern. Es wäre fein, wenn unser Körper so schnell Dinge ändert, wenn wir ihm so ganz leise ins Ohr flüstern und sagen, bitte sei doch so lieb und würdest du vielleicht so freundlich sein, deine rechte Oblique auch verwenden. So funktioniert es aber leider nicht. Warum? Weil wir gewisse Bewegungsmuster uns eingelernt haben und die zu durchbrechen braucht es ganz viel. Man braucht Blut, das dort durchströmt, man braucht Intensität, das muss anfangen zu brennen. Und wenn man es lange nicht verwendet hat, so wie ich ein paar Sachen, dann braucht das einfach Wochen, vielleicht manchmal Monate, bis das Ding wirklich zum Feuern beginnt. Das heißt, man muss das Ding mal finden, dann muss ich es brutal stressen, ohne großen technischen Aspekt dahinter. Und genauso wichtig ist dann quasi der letzte Teil von Fine Stress Use, nämlich das Verwenden, das Use. Wir machen das halt sehr gerne mit Strongman-Übungen. Warum? Weil ich meinen Körper relativ untechnisch stark belasten kann, sodass es ihm aber gut tut und weil da dann Dinge auch in den zusammengefügten Bewegungen auch gut anfangen zu arbeiten. Grexys und alle, die noch Grexy werden wollen. Vielen Dank fürs Reinhören. Es war unser Volksfest. Ich hoffe, wir haben euch eine kleine Gedankenjause für den heutigen Tag mitgeben können. Wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine nette Bewertung da lasst oder einfach auch einen netten Kommentar oder uns eine Frage schickt, wie immer an greg@gregsgym.com. Hier einfach reinsteigen auf allen Social Media Kanälen oder mir direkt schicken 0664 84 85 928. Wir haben richtig geilen Gratis-Scheiß, der richtig gut funktioniert da draußen. Get Grexy Challenge für 2 Wochen ausprobieren, YouTube-Playlist durchschauen. Ich wünsche euch was. Let's get Grexy.